Verena Kehrt hat am Donnerstag bestätigt, dass sie und Sänger Mark Terenzi kein Liebespaar mehr sind. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon, Mark und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Liebespaar mehr, schrieb die Moderatorin in einem Statement in ihrer Instagram-Story. Sie habe lange zu dem Liebesaus geschwiegen, da sie etwas Abstand gebraucht habe, um sich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp 2 Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat. Mark Terenzi schilderte nun dem Sender RTL seine Sicht der Dinge. Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen, aber ja, es stimmt, ich habe mich vor rund 2 Monaten von Verena getrennt, erzählt der 46-Jährige. Zu den Trennungsgründen äußerte sich der Musiker nicht konkret und erklärt lediglich, dass er nach Magdeburg sei und dort seine Shows gemacht habe. Ich hatte meine Leute, die mir auch geholfen haben. Manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen. Terenzi hatte sich laut eigener Aussage nach der Trennung ebenso wie seine Ex-Partnerin Verena Kehrt Zeit für sich genommen. Er habe sich neu finden müssen, denn ich bin nicht ich selbst seit 2 Jahren, sagt der Sänger. Jetzt blicke er nach vorne und habe tolle neue Projekte vor sich. Das Leben habe immer wieder viele Dinge mit einem vor und er schaue jetzt wieder nach vorne. Ich glaube fest daran, dass es immer einen besseren Weg gibt. Egal wie hart das Leben auch gerade ist. Die Moderatorin und der Sänger sind seit über 20 Jahren befreundet, doch erst später funkte es bei ihnen. Nach ihrer Dschungelcamp-Rauswahl 2023 machte Terenzi der Münchnerin einen Antrag. Nach einer Fake-Hochzeit in Las Vegas sollte eine echte Trauung in diesem Jahr folgen.